Hallöchen Leute, willkommen. Heute mal eine andere Reaktion, eine Reaktion auf jemanden, auf die ich noch nie eine Reaktion gemacht habe. Eine Premiere, nämlich auf die liebige, Knu. Ich kenne sie schon eine ganze Weile. Ich weiß gar nicht mehr, was ihr erstes Video gesehen habt. Unger hat ja auch mal auf die reagiert. Und die ist auch ausgewandert gewesen nach Australien. Ausgewandert nach Australien, glaube ich, wegen ihrem Freund, weil der dann einen Job auch angenommen hat. Ist mitgezogen und dann ist wieder zurückgezogen, ist nach Deutschland. Und jetzt macht sie ganz viel so Among Us-Sachen. Das weiß ich auch. Habe ich bei Ju auch, bei Juck mich nicht auch schon gesehen. Aber auf sie selbst reagiert habe ich noch nie. Deswegen würde ich sagen, let's go. Zu einem neuen Video. Und da Among Us es gerade ermöglicht, mit super vielen coolen Leuten zusammenzuspielen, dachte ich mir, muss ich das Ganze festhalten. Denn während ich mit all diesen Leuten zusammen gespielt habe, sind... Und der hat auch immer Ju genannt. Ju. ...mir doch so einige Arten aufgefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, in welcher Art von Among Us-Spielern du dich wiedererkannt hast oder welche es noch gibt. Vielen Dank an alle Beteiligten, die du unten in der Beschreibung findest. Hey, no. Und jetzt viel Spaß bei dem Video und lass gerne einen Daumen nach oben da. Und auch gerne ein Abo. Kayana zockt Among Us und streamt oder was? WTF? Okay. Die Petze. Komm mal, Ju, guck mal, Ju, guck Ju, mal, der ist mal, Ju. Warte, Ju. Nein, saftiges Gnu, Ey, Ju, du kleine, Ju, du Schwein. Ju geht fetzen. Oh Gott sei Dank hat jemand gedrückt. Saftiges Gnu, saftiges Gnu. Nein, schon wieder. Doch, saftiges Gnu. Es gibt's doch nicht. Die nie zu Wort kommen. Kurze Stimme, komisch. Sich dran erinnert. Kurze Frage. Ich will nicht rein. Dann versuch einmal Public beizutreten, geh direkt wieder raus und dann komm nochmal. Das hat bei uns allen funktioniert. Ja, genau. Okay. Aber wieso war es unglücklich, dass wir uns auf Sepp. Sind ja bei you. Ich komme nämlich gerade auf den Server. Geh auf die Public Lobby. Die Unmute. Die Stimme ist komisch, warum ist die da? So, dann würde ich sagen, machen wir nochmal. Flo, ich zeig dir das nochmal. Komm mal her. Flo, komm mal her, hier, stell dich mal hier hin. Flo, stellt euch hier hin, los, ich zeig euch das mal. Den Polster, ich glaube, der ist zu verkrampft, der wird es nicht lustig sehen. Gnu, wir hören dich, glaube ich. Nein! Alles klar, Gnu, raus. Warum sagt ihr mir nicht eher was, verdammte Scheiße? Gnu ist schon in der Runde davor gewendet. Also, Mann! Und sie hat gesagt, ich stinke. Ich bring euch alle um! Erstmal Polster gedisst hier, gesagt, er ist Untergott dafür. Oh mein Gott, das habe ich auch Schatten, Angst vor. Ich habe Schatten im Chat gelesen. Schatten, habe ich auch Schatten vorher. Ja. Viel dazu, ich bin der Imposter. Ich würde sagen, wir sabotieren. Ja. Hey, Jasmin. Was? Ich bin auch darauf eingehen, dass sie gesagt hat, dass wir uns alle umbringen will, Janis. Das sagt man in dem Moment. Es tut mir leid. Das war doch gar nicht mal drauf, oder? War ich nicht gemutet? Nee, was? Oh, das jetzt. Oh, Scheiße. Oh, jetzt habe ich mich verraten. Ach, hey, Jemine. Die Cardswiper. Hä, was ist los hier? Falsche Richtung, hä? Falsch mit dir, Karte. Falsche Richtung. Hä, was macht ihr denn da? Geld und hä? Dich. Ach, komm schon. Hä, wirklich? Wie kann man denn so lange dafür brauchen? Hä, ich mach's teilweise auf dem First Try, von mir auch manchmal auf dem dritten oder Teil oder so, aber ja. Mauki, ja. Langsamer! Mann! Langsamer! Hä, bin ich bei dir verkackt? Langsamer! Leute, guckt euch den Kartentrick an. Hä, alles klar. So fällt hier nie wieder die Karte. Flesk einfach der Hacker. Flesk, ey. Müsst ihr euch merken. Der Detektiv. Ich weiß nicht, wie gut Unge im Impostern ist. Oh. Wir sind wieder da. Erste Runde. Das Licht ging aus. Unge macht einen gefährlichen Feinstein. Wir gehen alle zum Licht. Vier Leute. Wir machen alle das Licht aus. Ist nicht Conan? Schon, oder? Schon. Dann, weil alle auf dem Haufen standen. Vielleicht war Killco noch nicht ready. Glaube ich aber nicht. Er hätte da schon killen können. Aber wenn es ein Double Kill sein sollte, war es vielleicht zu gefährlich. Ein paar Leute gehen zum Admin Table. Drei Leute stehen dran. Tippen ihren Code ein. Unge kommt dran, weil ich weggegangen bin. Haut da irgendeinen weg. Meint es Gnu nicht. Gnu hat aber gesagt in der Runde, ich kill einfach. Ja, ich hab gesehen, wie Unge das Licht angemacht hat. Das ist aber Quatsch, weil wir alle auf einem Haufen standen. Und aber das Licht er war halt aus. Mit da. Deswegen ja, er war mit da, aber er wollte das Alibi haben mit dem Licht. Du hast ihn gedeckt und du hast ihn auch so ein bisschen protected, dass das nicht hätte sein können. Ich glaube, ja, komm, das sollte ein Double Kill sein und ich glaube, es ist Gnu. Und wenn wir jetzt Gnu rausschmeißen, haben wir eine richtig geile Runde. Alter, und los. Richtig nice. Na, Dalu muss dann aber ich hab nichts gemacht. Ich bin du hast jetzt gerade zwei Leute eliminiert. Ich hasse dich! Stark. Der Noob. Ah, die Stimme kommt viel zu spät. Der Text ist schon Stunden dann da und dann so. Der Noob. Ah, das triggert mich voll.
Habe ich einen fahren lassen? Sei einfach nur gepusht. Mehr hat's nicht gemacht. Impostoren können einen fahren lassen. Wo ist hier? Warum kann ich nicht nach unten? Achso, weil das Ding im Weg steht. Ach, jo. Jo. Was? Alter, Kajan. Hä, was? Muss ich jetzt mein Handy? Muss ich einen QR-Code eingeben oder muss ich das Handy nehmen? Ja. Oh. Kann mir einer das Spiel erklären? Wieso komme ich hier nicht rein? Wah! Hello there! Wah! Wah! Wie reportet man Leute? Wo ist das Emergency? Leute, ich weiß wirklich nicht, was ich machen soll. Hilf mir. So kommt keiner zum Killen. Ich wäre so gern mal mit Kaya Imposter. Ich glaube, das wäre richtig süß. Alter, ich lebe ja noch. Sie sagt doch, sie will mit ihm Imposter werden, dann. Erasure. Das triggert so. Ja. Er hat auch meinen Upload so bei 7,99999 Sekunden abgebrochen. Ganz gefährlich. Ah! Spiel mich mit runter und bring mich um! Bring mich um! Bring mich um! Ja! Sterzig. Einmal in meinem Leben, Krume Imposter! Wetten, lässt mich nicht um. Ich hasse Among Us! Blau, hellgrün. Ah! Bin ich schon mal ausgerastet bei Among Us? Nee, oder? Kann ich gar nicht erinnern, dass ich jemals ausgerastet bin bei Among Us? Weiß ich gar nicht, nee. Vielleicht ein, zwei Mal, oder? Ich kann mich gar kein einziges Mal erinnern. Doch, sagst du? Doch, ja? Doch? Okay. Dann vielleicht doch. Upsi. Der perverse Talk wieder. Rosa Hoodie. Erzähl mir mehr. Der Chat, jupp, eine, das ist so an, eine Socke, mehr nicht. Der Troll. Als du als erstes gekillt wurdest, ah gut, okay, ja lol, ja gut. Ja, wenn ich dann eine Aufnahme mache und ich bin direkt in der ersten Sekunde tot, natürlich RIP, ne, ja, okay. Ja, ein, zwei Mal oder so. Sogar aufgestanden und weggegangen, echt, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, lol. Alles, muss aber schon eine Weile her sein, oder? Muss schon eine Weile her sein. 2 Millionen Mal, okay, alles klar, dann bin ich wohl doch der Rager. Gotti! Ah, lol. What is going on here? Ich wollte keiner. Auf dem Vent. Hello. Oh, Caruso, hast du mich etwa wenden? Er sieht es gar nicht, das hab ich gar nicht gesehen, lol. Ich hab wieder eine Aufklärung gemacht, wenn es eventet. Gnu, was tust du? Was tust du? Mein Gott! Scheiße. Oh, geil. Das war lustig, okay, das war geiles Timing. Also, ich hab ja schon ein paar Mal mit Gnu gespielt und ich denke mittlerweile, wenn man irgendwas nicht versteht, dann ist es meistens Gnu gewesen. Okay. Hey. Ich war bei Electrical, bin dann vor Anni 10-mal gewendet und dann bin ich hochgelaufen, hab Lara gesehen. Ja, und dann hab ich Dano umgebracht. Also ich weiß gar nicht. Also ich werde jetzt nur mal worten, aber ich verstehe nichts also, mehr. Ich verstehe es gerade auch nicht, Leute. Was macht ihr denn jetzt? Ja, nehmt es doch jetzt nicht ernst, was ich gerade gesagt habe. Der mit der witzigsten Lache. Das bin wohl ich, oder? Ich hab wahrscheinlich die nervigste Lache. Okay, ich bin die nervigste Lache, ja. Hallo! Hallo, hallo, ist geil. Oh mein Gott. Du, was auf dem Lauf? Hallo, ist so geil. Hallo, ist so geil. Die Geiseln. Und ich bin wieder da. Und ich bin wieder weg. Und ich bin da. Und ich bin wieder weg. Paluten? Paluten, ruhig bleiben. So, ihr zwei seid es mein Imposter. Ich nehme euch als Geiseln. Los, kommt. Kommt! Paluten, ruhig bleiben. Paluten, nicht loslaufen. Wir müssen ruhig bleiben. Ich habe Angst. Wir sind zu wenig Gnu. Warum ist schon wieder Gnu? Bitte nicht töten, Gnu. Bitte nicht töten, Gnu. Gnu ist hier die ganze Zeit. Nein. Die armen zwei Wurststößen, ne? Die haben voll Angst. Ihr seid jetzt meine Geiseln. Ab in die Ecke. Die Doppelkill-Vergeiger.
Fine, wir müssen jetzt einen Double Kill machen. Bist du bereit? Bist du bereit, Fine? Bereit für Double Kill? Bist du bereit für Double Kill, Fine? Komm, Fine, töte! Es ist Tim! Tim, ich hab's gesehen. Junge, ich hab's. Simon, es ist Simon, es ich ist schwöre, Tim. Es ist Simon. Nein, wir haben es beide gesehen. Oh mein Gott, so. Chef hat mich gerade geklärt, ihr. Es ist Tim. Ihr seid komplett lost, es sind Unge und Fine. Ja, danke, danke. Und Fine nicht gekillt, hä? Why? Oh, ich hätte einmal einen coolen Doppelkill mal gehabt. Kartoffel bauen, danke für den Follow, dankeschön. Kuss geht raus. Hab mal einen Doppelkick gemacht, das war richtig episch. Da habe ich richtig cool gefühlt. Danach haben wir sogar noch gewonnen. Das war echt richtig geil. Hi, Kartoffelbaum, hi. Mir geht's super. Wie geht's dir? Guck mal, ich kann. Ich wollte fast Tanzboot sagen. Ich habe Namen heute halt nicht mehr drauf. Alles durcheinander mit dem Kopf. Unge kann ich ablecken. Nee, ich hoffe. Nee, es ist Corona und so, nee. So dumm. Oh mein Gott. Es ist Fine. Oh mein Gott. Hey, wir bleiben im Stack, weil es ist Fine. Wie kann Fine den Double Kill verkacken? Ja, ist er? Wie kann Fine den Double Kill verkacken? Wie kann Fine diesen Double Kill verkacken? Wie kann Fine diesen Double Kill verkacken? Oh mein Gott, wie kann Fine diesen Double Kill verkacken? Ich glaub es nicht. Der Nachtragende. Nice, nice, nice. Das ist die Rache jetzt, Leute. Das ist die Rache, ja. Er wird mich verkaufen. Ich weiß es jetzt schon. Wer ist das? Den kenne ich nicht. Ich kenne nur Flask. Okay, Chili. Das ist definitiv Maluna. Nee, Hahn hat gerade neben mir Grains weggemacht und wollte einen Atem wegwenden. Den gerade noch gesehen. Leute, ich war nicht in Electrical. Er war nicht in Electrical. Selbst wenn wir die Runde verhauen, ist mir so egal, Junge. Ist mir so egal. Das Genie, das niemand versteht. Lest den Text also früher vor. Für mich geht das Spiel los, indem ich gucke, in welche Richtung rennt welche Farbe. Dann achte ich drauf, welche Sabotage kommt und welche Farbe müsste sich bewegt haben. Wenn ein Report kommt, gebe ich gedanklich jeder Farbe eine Location, wo ich denke, dass sie gerade ist. Und dann erstelle ich gedanklich eine Kopie einer jeden Farbe, wo sie im Reporting sagt, wo die Farbe ist. Und dann gucke ich, ob der Radius sozusagen passen würde, als dass es realistisch wäre, dass er da ist. Was? Der macht richtige Wissenschaft daraus. ich glaube, Among Us wäre auch cool für Schnitzel. Das würde er, glaube ich, auch feiern. Der wird, glaube ich, genauso abgehen hier. Eieiei. Aber ist doch logisch, was er sagt eigentlich, oder? So Radius und Farbe merken und wo wer war und mehr gucken, ob es logisch ist. Oh Mann. Der Angsthase. Nein, ich will hier nicht sein. Ich gehe direkt hier wieder raus. Nee. Du bleibst hier mal schön weg. Ich würde gerne mal You töten. Einfach nur, um zu gucken, wie Paluten reagiert, wenn hier ein Mord passiert. Nein, Paluten! Paluten! Ich laufe jetzt hier direkt weg. Nee. Paluten ist abgehauen von mir, der hat Angst. Schön weg hier von der Kranken. Kommst du bitte mal mit? Ich möchte dir was zeigen, Pelle. Oh nein, da ist wieder die Kranke, lass mich! Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, in welcher Art du dich wieder gesehen hast und welchen in diesem Video noch nicht vorhanden sind. Lass gerne einen Daumen nach oben da und über ein Abo cool. Würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Ade mit E. War schön. War sehr cool. War sehr cool. War ein sehr cooles Video, ja, finde ich. Ich finde, der Knur hat jetzt nicht so die große Hauptrolle da drin gespielt, weil viele andere auch gezeigt wurden so, aber trotzdem fand ich es sehr cool. War sehr unterhaltsam, wirklich. Gerne mehr. Ja, weil Knur auch mit Henno der Gruppe zusammenspielt, mit Anni auch, dann noch Ju und Paluten. Das ist richtig krass, die Kombination zwischen allen Leuten, ne? Finde ich richtig heftig. Geil.